TV-Seifenoper gesehen und war noch ganz in Tränen. Wussten Sie, dass sie das Telefon in der Kanzlei Faye abhörte? Einspruch? Das ist irrelevant. Das hat nichts mit dem Fall zu tun. Das macht nichts. Ich werde auf die dreiste Frage des Anwalts gerne antworten. Frau May handelte allein, als sie das Telefon dieser Frau Faye abhörte. Sie würden einen guten Politiker abgeben, Herr White. Hoho, immerhin bin ich El Presidente. Bitte fahren Sie fort. Das Opfer, sie rannte weg, aber sie sind hinterher. Moment mal! Können Sie das etwas genauer beschreiben? Ich denke, es lohnt sich zu erfahren, was genau passiert ist. Natürlich, Capito, ich verstehe. Das Opfer wurde angegriffen von ihnen und dann rannte es nach links. Sie sind hinterher und schlugen sie nieder. Sind sie sicher? Wie Sie wissen, bin ich absolut perfekt. Würden Sie Ihre Aussage bitte um dieses Detail ergänzen? Und damit haben wir unseren Angriffspunkt. Weil, wir haben ja noch diese Aussage von damals. Frau May, das Opfer wich einem Angriff aus und rannte nach rechts. Dann wurde sie getroffen. Das ist die einzige Aussage, die noch stehen geblieben ist. Und wie man sieht, hat er gesagt nach links. Also ist das ein Widerspruch und wir greifen jetzt an. Anspruch! Moment mal! Herr White, da haben Sie sich Ihr eigenes Grab geschaufelt. Wie bitte? Sie sagten, das Opfer sei nach links gelaufen. Aber das widerspricht ganz eindeutig Frau Mays Aussage. Sie hat ganz klar ausgesagt, dass das Opfer nach rechts lief. Oh, hoho, das ist doch klar. Sie haben sich einfach verhört. Ich glaube nicht. Sehen Sie sich den Bodenplan an. Hier stand der Mörder. Und hier das Opfer. Wenn die Ermordete wirklich nach links gelaufen wäre, so wie sie es behaupten, wäre sie von der Tür weggelaufen. Das heißt, sie wäre in eine Sackgasse gelaufen. Finden Sie das nicht seltsam? Sehr seltsam. Aber ich sah sie nach links laufen, ganz sicher. Phoenix, sehen Sie sich sein Gesicht an. Er sagt die Wahrheit. Stimmt. Sah er sie vielleicht wirklich nach links laufen? Dann hatte er den Mord also wirklich gesehen. Moment mal. Herr Wright? Ja, euer Ehren? Frau May sagte rechts und Herr White sagt links. Können Sie dem Gericht diesen Widerspruch erklären? Beide haben recht. Beide Zeugen sagen die Wahrheit. Noch. Ha, das bezweifle ich. Aber das klärt nicht den Widerspruch. Es gibt eine Möglichkeit, die beiden widersprüchlichen Aussagen erklären würde. Was? Offensichtlich hat der Zeuge das Verbrechen nicht vom Hotel aus beobachtet. Herr Wright, wie meinen Sie das? Ja, was meinen Sie mit das Verbrechen nicht vom Hotel aus beobachtet? Wenn er nicht im Hotel war, wo kann er sonst gewesen sein? Im Büro von Fay und Partner natürlich. Oh mein Gott, er war im Büro. Genauer gesagt befand er sich hier. Zeigt dem Gericht, wo Herr White stand. Stand natürlich auf der Mörderposition. Ich will sie mal versuchen, genau zu kriegen. So. Haha, nimm das. Es stand genau dort. Sehen Sie? Wenn das Opfer zur Tür gerannt ist und er hier stand, dann wäre es aus seiner Sicht nach links gelaufen. Bitte ersparen Sie uns Ihre schlechten Witze. Dort stand der Mörder. Ruhe, Ruhe, sage ich. Jeder, der die Ordnung im Gericht stört, wird wegen Missachtung bestraft. Herr Wright, worauf wollen Sie hinaus? Halunke! Einspruch! Die Annahme der Verteidigung verdrehen die Tatsachen, euer Ehren. In der Tat, es scheint mir auch ein wenig weit hergeholt. Hohoho, das ist fabelhafte Unterhaltung, Herr Anwalt. Was jetzt? Er lacht bloß? Vor lauter Lachen ist mir noch etwas eingefallen. Ich glaube, ich war davon etwas ungenau und darum...
Herr Richter, dürfte ich meine Aussage noch einmal wiederholen? In Ordnung, ergänzen Sie Ihre Aussage. Viel Glück, eine falsche Aussage kannst du nicht wieder gerade biegen, Freundchen. Zeugenaussage, sie lief nach links. Bang. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Als sie die Frau angriff, rannte sie zuerst nach links. Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Sie lief ihr hinterher und verpasste ihr den tödlichen Schlag. Das war es, was Frau May gesehen hat. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Haben Sie das vergessen, Herr Anwalt? Das scheint logisch zu sein. Möchten Sie den Zeugen ins Kreuzfeuer nehmen? Darauf können Sie Gift nehmen. Ich meine, ja, euer Ehren. Tja, und ich habe die Widerspruch schon gleich erkannt. Kreuzfeuer, sie lief nach links. Frau Mays Aussage war richtig, so wie meine. Moment mal! Was meinen Sie damit? Genau das werde ich Ihnen gleich erklären. Amerikaner sind immer so ungeduldig. Das tut euch nicht gut. Hey, Freundchen, auch du bist Amerikaner. Als sie die Frau angriffen, rannte sie zuerst nach links. Was meinen Sie mit zuerst? Zuerst? Das kommt vor dem, was danach passierte. Sie sprechen Englisch, oder? Bitte setzen Sie sich. Ich werde es für Sie mit einfachen Worten versuchen. Zuerst rannte sie nach links und dann... Und dann trafen sie sie hart. Das war es, was ich gesehen habe. Moment mal! Ich habe niemanden geschlagen. Aber Herr Wright, es bringt nichts vor dem Gericht, etwas zu verschweigen. Ich verschweige nichts. Einspruch. Der Angeklagte beantragt, dass die Verteidigung die Aussage nicht unterbrechen darf. Die Anklage, nicht der Angeklagte. Wow, das wäre auch lustig. Herr Wright, Sie wurden gewarnt. Warum ist er so wütend auf mich? Danach rannte sie mit letzter Kraft nach rechts. Was meinen Sie mit danach? Danach kommt immer nach zuerst. Das weiß ich. Mehr müssen Sie dazu nicht wissen, Herr Anwalt. Wie ich schon sagte, sie drehte um und sprang verzweifelt nach rechts. Sie lief ihr hinterher und verpasste ihr den tödlichen Schlag. Moment mal! Hören Sie auf zu sagen, dass ich es gewesen sei. Aber Sie waren es. Einspruch. Herr Wright, Sie behaupten, Sie seien es nicht gewesen. Beweisen Sie es. Ich kann nichts tun, oder? Gar nichts? Darf ich fortfahren? Das war es, was Frau May gesehen hat. Jeder von Ihnen hat also eine andere Szene gesehen. Absolut. Genau so war es. Wo hat er nur diesen nervigen Satz her? Ja, finde ich auch. Also, lassen Sie uns weitermachen. Verstehen Sie? Sie schlugen sie zweimal. Ah! Verdammt, ich wollte nicht! Na, was halten Sie davon, Phoenix? Ich glaube, wir haben ihn da, wo wir ihn haben wollen. Er hat einen Fehler gemacht. Lassen wir ihn nur lachen. Ich werde ihm das Grinsen schon austreiben. Bla, bla. Das ist mir jetzt egal. Ich will ihn... So, hier noch einmal angreifen und dann werde ich das präsentieren. Haben Sie denn beides gesehen? Ich schätze, ja. Entschuldigen Sie bitte, dass ich das zuvor nicht erwähnt habe. Das hat er doch gerade. Hey! Ey, ich bin zu dumm, um da hinzudrücken, so präsentieren. Und zwar den Autopsiebericht, den wir neu gekriegt haben. Starb durch stumpfen Schlag, konnte nach Treffer noch ein paar Minuten gelebt haben. Es steht aber nichts, dass es zwei Schläge waren. Präsentieren. Herr White, das Opfer starb durch einen Schlag. Hä?